Der von der Disposition ausgearbeitete Produktionsplan landet direkt im Fertigungswerk und wird, bevor mit der Produktion gestartet wird, vom Fachpersonal nochmals auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Das später im Beton eingegossene Stahlgeflecht wird in der matten Schweißanlage unseres Bewährungsbetriebs kundenindividuell und vollautomatisch hergestellt. Die Datensätze aus der Planung werden dazu digital übertragen und von der Anlage eingelesen. Bei den so hergestellten Bewährungsmatten fallen somit weder Verschnittmaterial noch nachträgliche Biegearbeiten an. Zum späteren Einbau der Elektrik wird die Bewährung im nächsten Schritt um Dosen und Leerrohre ergänzt. Der fertige Bewährungskorb wird im Anschluss auf den Schalungskern gehoben. Spätere Tür- und Fensteraussparungen werden bereits an dieser Stelle durch den Einbau zusätzlicher Schalungskörper berücksichtigt. Parallel zur Vorbereitung der Schalung wird der Beton in der werkseigenen Anlage zentral disponiert und gemischt. Zur fortlaufenden Qualitätsüberwachung werden die einzelnen Komponenten dabei vollautomatisch dosiert und der Feuchtegehalt durch Mikrowellensonden gemessen. Nach Abschluss der Schalungsvorbereitung wird der gelieferte Beton in die Korpus- und Bodenform gegossen. Zur Verdichtung der Mischung wird ein kurzer Rüttelvorgang durchgeführt. Außer die Garage ist mit selbstverdichtendem Beton hergestellt, dann entfällt das Rütteln ganz. Nach mehreren Stunden Verweildauer in der Schalung kann der ausgehärtete Korpus aus der Form gehoben und auf den Garagenboden gesetzt werden. Nach der Ausrichtung werden die zwei Einzelteile durch Schweißung kraftschlüssig miteinander verbunden. Fertig ist der sogenannte Rohling. Nach Aufbringung des Dachbelags, welcher zur Deckenabdichtung vor Regen und Schnee unverzichtbar ist, werden die Außenflächen mit eingefärbtem Spritzputz versehen. Je nach Kundenwunsch werden im Anschluss Türen, Fenster und das Garagentor eingesetzt. Hier gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, die Markengarage ausstatten zu lassen. Mit der im Nachgang durchgeführten Einbauprüfung und Justierung der Elemente lassen sich die an eine Laumer Fertiggarage geforderten Ausführungsqualitätsansprüche sicherstellen. Zu guter Letzt wird vom Fachpersonal der Einbau von Elektroinstallationen wie dem Torantrieb oder der Innenraumbeleuchtung vorgenommen. Sind die Installationsarbeiten abgeschlossen, werden deren Funktionstüchtigkeit geprüft und protokolliert. Erst nach einem erneuten sorgfältigen Qualitätscheck erhält die Fertiggarage ihre Laumer Markenplakette und ist bereit für die Auslieferung.